Wir gucken heute wieder zusammen ein paar Shorts. Let's go. Hallo, ich bin wieder da. Mein Cousin. Oh nee, nicht du schon wieder. Deine Mama hat gesagt, ich soll mit dir spielen. Können wir dieses Trainings mit der Schnur machen? Du meinst Diabolo. Ich zeig dir einmal, wie es geht. Danach lässt du mich weiterzocken. Schau, ganz easy. Das hatten wir auch bei uns im Sportunterricht. Ich hab das Ding nie gecheckt. Easy. Das konnte ich nie. Zack, zack, also. Zack. Und die Peitsche. Wow, wie cool. Pass aber auf, dass du nichts kaputt machst. Oh nein. Ich mach es auch. So sah ich aus. Mal die Peitsche. Junge, mein Monitor. Tut mir leid, ich wollte nur spielen. Ich spiele jetzt auch mit dir. Okay, alles klar. Das Bild schockiert gerade die Welt. Auf diesem Bild sieht man Messi. Schaut man genauer hin, sieht man aber ein rotes Band um seinen Fuß. Dieses Band hat Messi 2018 von einem Reporter als Geschenk bekommen und sollte ihm Glück bringen. Ja, hat's auch. Das männliche Gehirn. Ja, also, seid ihr Leute, die zum Beispiel morgens ihr Bett machen? Ich leider nicht. Ja. Ich pack das immer daneben. Kann es sein, dass die Mathearbeit nicht auf Deutsch verfasst wurde? Ich verstehe schon die erste Aufgabe nicht. Was verstehst du denn? Junge, das fühle ich so hart. Wenn ich das nur wüsste, ich verstehe nicht mal, was ich nicht verstehe. Ich schwöre, während ich versucht habe, den Sinn dieser Aufgabe zu verstehen, habe ich den Sinn des Lebens verloren. Ich habe euch doch genau dieses Thema hier im Online-Unterricht erklärt. Ja, und das ist auch der Grund, wieso Alter, meine Familie... Online-Unterricht wäre wahrscheinlich mein Ende in der Schule gewesen. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie so ein Bild von mir oder irgend so ein Video aufgenommen, dass ich da immer da so sitze. Also, weiß nicht. Online. Ihr bis heute denkt, dass ich Filme auf Japanisch ohne Untertitel geschaut habe. Lest dir die Aufgabe einfach nochmal genau durch. Schauen Sie, ich versuche gerade die Aufgabenstellung in einer App zu übersetzen. Aha, die App hat sich von selbst deinstalliert. Handy weg. Denk nach und du wirst auf die Lösung kommen. Wie soll ich denn auf die Lösung kommen, wenn der... Das ist der geilste Lehrersatz. Denk nach. Ja, Mann, ich denk doch nach, aber da kommt nix. Lösungsweg wahrscheinlich komplizierter ist als der Schulweg meiner Großeltern damals. Was für Stifte du in der Schule benutzt hast und was sie über dich aussagen. Part 2. Okay. Hast du einen Minenbleistift benutzt, hast du aus Langeweile diese Meisterwerke gezeichnet und nennst sie dazu noch hässlich? Digga. Stimmt. Leute, die so immer mega krass zeichnen konnten, die haben immer so, ja, sorry, sieht nicht so gut aus. Ich dachte mir immer so, was? So mal ich ein Hund. Du hattest so einen ranzigen Kuli, das war dein einziger Stift. Und den hast du jemandem abgezogen. Nee. Und wir sind alle überrascht, dass du überhaupt die Schule bestanden hast. Was? Alle haben von dir abgeschrieben. Ob du es wolltest oder nicht. Ich hatte mal einen, aber der hat nicht lang gehalten. Eine wunderschöne Handschrift und du warst ein Genie. Du hast uns alle gerettet. Ey, bin ich der Einzige, der auch manchmal mit seinen Lami-Patronen so rumgespielt hat? Da konnte man dann das Zeug, so diese Patrone so... Du hattest gar keinen Stift dabei, dann warst du so wie ich. Denn als Klassenclown hatten wir die Aufgabe, die Klasse zu unterhalten, nicht am Unterricht teilzunehmen. Wir leben nicht mehr in der Steinzeit, Bro. Kauf dir einfach mal einen neuen Stift und dein ekliger Radiergummi gehört in den Mülleimer. Welchen Stift habt ihr benutzt? Schreib's in die Kommentare und jetzt macht doch endlich mal das Scheiß-Plus weg. Kugelschreiber. Ich war irgendwann Kugelschreiber. Bree. Hey Leute, aufgrund meines letzten TikToks habe ich viele Kommentare bezüglich meiner Stimme erhalten und ich dachte mir, ich müsste mich mal kurz bei euch melden und euch erklären, was denn jetzt genau mit meiner Stimme passiert. Hä? Well, für meine YouTube-Videos und genauso für einige TikToks benutzen wir eine Kamera und ein Mikrofon. Und dieses Mikrofon ist natürlich super weit von mir entfernt. Deshalb muss ich oft laut sprechen und Dinge super genau betonen. Aber hier auf TikTok muss ich das nicht machen. Mein Mikrofon ist hier. Ich kann authentisch reden und wie ich halt mit meinen Freunden spreche. So, I'm me. Das einzige Problem ist aber, dass ich mich an diese YouTube-Stimme mit der genauen Betonung und Lautstärke ein wenig gewöhnt habe und meine Familie und Freunde manchmal damit nerven. Ja, man hat halt, es ist ja, glaube ich, ganz normal. Es gibt zum Beispiel den Podcast Paletto, redet auch ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel. Da sage ich dann, ach, Manuel, Mann, Alter, das ist ja... Oder aber wenn ich dann so im Kompletten so... Wisst ihr, was ich mache? Xbox versus PlayStation. Oh, Leute, was seid ihr? Team Xbox oder Team PlayStation? Ich bin aktuell Team PlayStation. Bro, Xbox ist wirklich so viel besser als PlayStation. Ist es? Ach, du meinst es ernst? Ja. Ich meine, Forza, Halo und Titanfall kannst du, glaube ich, nicht spielen. Titanfall? Forza ist geil. Wer spielt das denn? Ich sag nur Uncharted, The Last of Us, God of War. Geile Games. Ja, aber unsere Konsole ist verfügbar und ich kann sie jederzeit kaufen. Ja. Ah, die PlayStation ist mittlerweile, glaube ich, auch verfügbar. Frag dich mal, warum. Keiner will das Ding haben. Dafür ist unser Controller
tausendmal besser als der von der PlayStation. Der PS5-Controller ist doch wohl der geilste Controller, der jemals gemacht wurde. Aber unser Online-Dienst ist... Was ist der? Der ist genauso kostenpflichtig wie unser auch. Ja, das stimmt wohl. Warte, hörst du das auch? Die Switch? Er kommt. Ah, der PC-Spieler. Oh yeah. Dinge, die ich als Kind nie essen durfte. Ich hab mir alles gekauft. Ein Wunderball. Der ist groß. Ich muss wissen, was da drin ist. Ich hab's geknackt. Das ist einfach nur weiß. Ich wollte das immer haben. Oh ja, die sind cool. Die hatte ich. Alles klar. So jetzt. Diese Knisterdinger. Kenn ich nicht. Ach doch, Poprocks. Das ist ein Kaugummi. Ich kenne die unter Poprocks. Das war mein großer Traum als Kind. Diese Benjamin-Blümchen-Torte. Ja, die haben wir irgendwann als Fun immer, wenn jemand Geburtstag hat, in unserem Freundeskreis verschenkt. Wow. Oh. Kann man das essen? Aber meine Mutter hat früher auch immer gesagt, viel zu teuer. Wow, jeder wollte diesen Joghurt. Kenne ich nicht. Oh. Ja, Levin, gleich kommt Tante Brunhilde spontan vorbei mit deinem Cousin. Och nö, Mama, der du ist schon dass wieder. Ich den nicht leiden kann. Du spielst mit ihm und bist nett, sonst haben wir beide ein Problem. Oh. Hallo, lange nicht mehr gesehen. Ja, leider nicht lange genug. Levin, Spaß, Spaß. Wow, du hast echt ein cooles Zimmer. Danke, aber bitte... Ich find's geil. Habt ihr gesehen, wie der Filter noch auf dieses Poster gegangen ist? Bitte nichts anfassen. Wow, cool. Ups. Ey, Mann. Darf ich was für dein Handy spielen? Oh, ja, hier, wenn du dann still bist und nichts kaputt machst. Ey, so ein blödes Spiel. Junge, was ist falsch mit dir, du Pisser? Was soll die Scheiße? Hey, das sag ich meiner Mama. Mann, gar nichts machst du. Warum fliegt der Junge denn immer durch die Gegend? Wie der Chatverlauf aussieht, wenn du in der Klassengruppe nach Hausaufgaben fragst. Hey, hey, boah. Hey. Schick mal die Hausaufgaben. Hallo. Hallo. Gibt's immer Leute, die Hausaufgaben einfach verschicken? Also ich hatte nie so einen WhatsApp-Chat. Kia, als ich zur Schule gegangen bin, hatten wir noch kein WhatsApp. Mom, weißt du, wo mein Handy ist? Woher soll ich bitte schön wissen, wo dein Handy ist? Naja, keine Ahnung, du hast doch gestern mein Zimmer aufgeräumt. Ah, du meinst in deinem Schweinestall? Weißt wohl nicht, was du dazu sagen sollst, ne? Mom, ich hab dich nur gefragt, wo mein Handy ist. Es könnte ja sein, dass du es irgendwie beim Aufräumen weggelegt hast. Na, wenn es so ist, dann habe ich es ganz bestimmt dorthin gelegt, wohin es auch gehört. Okay, und wohin soll dein Handy bitte schon gehören? Oh Gott, was hättet ihr nur ohne mich getan? Und es geht wieder los. Sag mal, bist du blind oder was? Hier ist es doch. Meine Mutter wusste auch immer, wo mein Handy ist. Drei Arten von Leuten im Bus. Oh, ich hasse Busfahren. Ah. Oh ja, und wenn so viel Platz im Bus ist und die Person setzt sich direkt neben mich. Warum? Was ist dein Problem? Alle Plätze sind frei und er kommt genau zu mir. Ja. Das war's mit meinem Leben. Er hat was vor mit mir. Du Hundesohn, für was gibt's Taschentücher? Lanzene, wer ist Hakan? Hakan, das ist mein Cousin. Du darfst nicht in seine Nähe sein, du bist meine Frau. Aber er ist 6 Jahre alt. Mir egal, wie alt er ist. Hey, junger Mann, könntest du ein wenig leiser reden hier? Was ist denn? Willst du das? Komm, meine Beziehung. Was ist denn das für ein komischer? No. I give up, Shaggy. Psych! Wow, oh, Alter! Woo! Junge, was das ist? Einfach Spider-Man. Spider-Man hat eine Waffe. Warum hat Spider-Man plötzlich... I'm not done with you. Ja, doch. Wenn du in einer dieser Klassenstufen bist, dann hast du gerade ein entspanntes Leben. Okay. Denn das sind die einfachsten Stufen, die es gibt. Und ich weiß, es gibt viele von euch, die sagen, oh Mann, Schule ist gerade so anstrengend. Glaubt mir, ihr wart noch nicht im Schule. Ja, es wird noch schlimmer. Nummer 1, die 9. Klasse. Bro, diese Stufe ist einfach entspannt. Man ist schon fast in der Oberstufe, aber man muss sich keine Sorgen über schlechte Noten machen. Dein Notendurchschnitt könnte 4-0 sein und es wird niemanden jemals jucken. Zweitens, die 7. Klasse. Ja, aber das Problem ist auch manchmal, dass Dinge aufeinander aufbauen. Vor allen Dingen in Mathe.
oder dass Dinge irgendwann nochmal so ein bisschen drangenommen werden. Junge, ich hatte 99 Mal den Zweiten Weltkrieg. Aber wenn du beim ersten Mal aufgepasst hast, Junge, großer Vorteil. Bro, das ist doch die beste Zeit. Im Matheunterricht gibt es noch Zahlen und in Deutsch muss man noch keinen Goethe lesen. Ja, Bro, siebte Klasse ist chillig. Und drittens die 12. Klasse. Viele Leute würden sagen, hä, nee, die ist doch voll anstrengend. Aber nein, das liegt nur am Abitur. Das eigentliche Schuljahr ist mega chillig. Man hat fast nur noch Fächer, die einem gefallen. Das Schuljahr dauert nur 6 Monate und an diesem Punkt hat man schon gelernt, wie man abschreibt. Naja, ich würde sagen, so alles bis zur 9., 10. Klasse. Die 11. Klasse war bei mir chillig, weil die 11. Klasse war halt so, es war Oberstufe, aber es zählte noch nicht ins Abitur. Chillig. Oh, falsch, danke, ich gleich. Gleich. Ja, warte. Israel. Israel. Jerusalem, Leute. Hey, Junge. Scheiße, jeden? Was ist das? Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Argentinien. Argentinien. Italien. Italien. Schweiz. Schweiz. Das sind aber auch wirklich einfache. Oh, fuck. Was ist das? Indien! Hätte man wissen müssen. Indien, es tut mir leid, Bassi GRG, der Flaggenweltmeister. Wenn man am Handy von seiner Mutter ist. Na? Wieso ist es hier so hell? Es ist hell und die Buchstaben sind größer. Werde ich bei deiner Mutter? Die hat das so eingestellt. Moin, kannst du vielleicht kurz Weizen ernten? Was? Moin, grüß dich. Deine Mutter spielt Heyday? Hab ich nicht mehr gesehen. Na, Kleiner, ist fit bei dir? Ja, Digga, guck, sag ich doch. Aber wieso hat man seine Schrift so groß eingestellt? Ich wäre auch gern ein bisschen kleiner, aber deine Mutter wollte es halt so. Ohne Witz, ist so. Oh, oh ja, die Lautstärke. Und dass die Lautstärke, sie hat auch einen Klingelton an. Obwohl, nicht mehr. Lautstärke voll aufgedreht, was ist denn das? Mach den Sound leiser. Schnell weg hier. Nein. Nee, die sind nicht auf dem Handy meiner Mutter, aber meine Mutter hat noch viele Kinderfotos von mir. Ich mach nur dieses Geräusch und das Video bekommt einfach 1000 Likes. Das ist cool, wie so ein Wassertropfen, der so... Dafür hat er 165.000 Likes. Läuft bei dir, Brudi. Okay, Kinder, ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der Klassenarbeit. Danke. Lina, teilt du bitte schon mal die Aufgabenblätter aus. Lest euch nochmal alles gründlich durch und ja, ich werde euch nicht mehr ablenken. Doch, wirst du. Du mieses... Ja. Zeitung lesen. Junge, Zeitung lesen ist mega laut. Mach das nicht während der Klassenarbeit. Das und dieses, kann doch nicht sein Ernst. Über die Schulter gucken. Ich hasse es. Wie soll ich mich bitte schön konzentrieren, wenn er direkt hinter mir ist steht so. Und zuschaut, wie ich hier... Dann gib mir wenigstens Tipps. Nichts mache. Wie kann man nur so dumm sein? Ich sehe doch, dass du nichts schreibst. Hau doch jetzt endlich ab. Ich werde hier noch lange stehen. Den Link zu dem ganzen Video jeder Lehrer ist so, findest du in... Ja, gönn's euch. Denn das war's hier für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Hier sind noch weitere Videos. Tschüss.